Wir singen aber nicht alle Jahre wieder, weil es ist mittlerweile zweimal im Jahr, dass der Camper Tobi bei Erwin Hümmer auftaucht, also nicht direkt beim Erwin, was wir alle noch immer gern tun würden, weil eine Ikone ist, das kann man mal durchaus sagen. Es geht natürlich um das Erwin Hümmer Museum. Servus, grüß dich. Neben mir steht der Mann, der auf der CMT das Hümmer Museum vertritt. Wir wechseln euch auch immer wieder ein bisschen ab, genau. Ich bin ein bisschen morgen da und da kommt ein Kollege. Okay. Und dann Ende der Woche kommt nochmal jemand. Also wir sind zu dritt im Prinzip, wo uns den Stand hier dann teilen. Ja, okay. Und das ist immer schön, weil das tut gut fürs Auge. Ja, wir haben ja viel Wohnmobile hier rumstehen, aber gerade der kurze Rückblick, das ist so eine Oase der Ruhe. Ihr habt auch immer euren schönen grünen Teppich dabei. Genau, der soll ja auch schön auffallen. Ne? Das ist, genau so läuft's. Soll ja immer ein Hingucker sein und das soll ja immer das Merkmal sein, deswegen auch unsere grünen T-Shirts. Das ist ja schaut ihr auch gerne da. Ihr könnt ja euer echt cooles Museum super toll vertreten, weil ich liebe es. Ich durfte schon auf dem Rasentrick vom Museum parken und das ist ein Highlight. Also für so einen hartgesottenen Camper, der ständig im Camper unterwegs ist, ist das ein Event. Crazy Camping, irre Typen. Ich hoffe, es gibt eine Fortsetzung. Alle zwei Jahre, das heißt also in dem Fall 21 wieder. 21 genau, wieder, aber besucht ja auch die ganzen anderen Ausstellungen, Sonderschaus. Im Erwin Hümmer Museum ist immer was los. Das kann man so bestätigen. Genau, wir haben ja die wechselnden Sonderausstellungen. Momentan ist ja noch Klappenkalt und Kurbeln bis Mitte März, 15. März. Ja. Und dann kommt ja wieder das neue Programm. Und im Sommer haben wir dann mit Summertime das Kleinstfahrzeuge im Prinzip das Thema. Und ja, es ist immer was los. Ist immer was los. Ganzjährig geöffnet? Ganzjährig geöffnet. Genau, muss man mal dazu sagen. 263 Tage. Und die zwei Tage, wo wir nicht geöffnet haben, will hier keiner verreisen. Also ja, das ist richtig. Ja, also selbst der Camper bleibt doch nochmal zu Hause. Genau. Stellplätze gibt es vor der Tür, ist für alles gesorgt. Das ist super schön. Der Bau, die Anlage, ja, ist ein Highlight. Ihr kennt es wahrscheinlich. Aber wer noch nicht da war, es ist als Camper, ich finde, das sollte man eine Strafe verhängen für jemanden, der nicht einmal im Camperleben das Erwin Hümmer Museum. Mache ich gern Werbung, dafür kriege ich auch nichts. Von dem her darf ich es gerne machen. Das muss man ja auch machen. Richtig, Bad Waldsee. Waldsee ist einfach die Stadt. Auch die Umgebung, alles. Da fließt das alles so ein in die Geschichte. Aber habe ich ja bei Detlefs und wie sie alle, die sind ja alle dort aufgewachsen, auch Freunde gewesen, dann Mitbewerber gewesen. Da gibt es ja tolle Geschichten, die auch das Museum erzählt. Die das Museum erzählt und Oberschwaben generell. Ja, tolle Gegend. Camper-Gegend ist. Tolle Gegend. Mittlerweile absolut. Durch die Stellplätze ja auch wirklich viel gemacht worden ist. Ja, also wirklich, die haben aufgerüstet. Dort kriegst du in Bad Waldsee oder Wurzach oder wie es heißt. Da kannst du überall schön stehen, gerade an den Thermen. Genau, in Wolfegg zum Beispiel ist auch ein schöner Stellplatz. Wolfegg, ja. Ja, überall mittlerweile. Genau, das habe ich schon gehört. Wolfegg, das habe ich schon am Plan, dass ich die nächste Mal besuche. Ich besuche ja so einige Filme, die wir danach haben und bringe mich immer wieder zusammen. Elektrostahlbau Piccolo. Wir filmen mal drauf und dann könnt ihr euch das selber erklären. Von 1956, ich glaube, ihr könnt alle lesen. Also von dem her, es geht mir hier wirklich um die Bilder. Dann seht ihr mal, wie eigentlich die heutige Zeit das wieder aufnimmt. Wir haben gegenüber einen 2020er stehen, der im Grunde die gleiche Tropfenform, diese Aerodynamik hat. Ich gehe mal rüber, weil gestern hat wieder einer gesagt, na, der Camper Tobi macht wieder Standbilder und das darfst du nicht machen, aber wir wollen ja auch was erzählen. Der Piccolo. Da füllen wir mal rein. Genau. Was ich liebe bei euch ist, dass es halt nicht nur ein Museum ist, wo das Auto da steht, sondern das ist immer alles zeitgemäß aufbereitet, so wie man sich es vorstellt. Genau, es ist ja alles zeitgemäß dekoriert auch, passend immer. Und das ist ja dieses kleine, immer das Highlight, was es ja ausmacht letzten Endes. Diese Details sind ja immer genau das, was das ganze Museum, wovon es ja auch lebt. Ja, richtig, genau das ist es. Man könnte ja nur ein Fahrzeug reinstellen, aber letzten Endes. Und alles. Top in Schuss, klar. Ich meine, hier hat man ja eine Tausende gebaut. Das ist eben das Authentische. Ich bin auch so einer, ich schneide nichts in den Videos. Und wenn hier wie gerade der Bömmel mal in die Kamera kommt, dann, wenn es einem nicht gefällt, muss er umschalten. Das ist das Schöne an unserer freien Welt, dass sich jeder austoben kann. Und ich habe mich halt für YouTube entschieden. Und ein paar schauen ja zu, das passt ja. Aber auch süß, hier mit diesen großen Radkästen. Ja. Guckt euch mal dieses Detail an. Es sieht eigentlich aus wie so eine landende Taube, die Flügel schon mal anlegt, nur in Blau. War ein hinkender Vergleich, aber ich werde sowieso korrigieren. Nein, das passt. Der ist ja sogar schön fähig gewesen. Also ja. Im Prinzip, ja, gut fliegen, ja. Passt nicht ganz, aber auf dem Wasser gibt es ja Enten. Ne? Das ist ja, ich eben, genau. Sogar an Land gibt es Enten. Gibt es auch, übrigens, natürlich. Weil wir gerade da stehen, von der Form her, ihr seht es ja hier illustriert, wenn man so schön sagt. Ihr habt ja hier jede Menge, noch ein kurzer Blick.
ins Museum rein. Den habe ich sogar gefilmt. Das ist ein cooles Teil. Das sind alle cool. Aber das sind auch verschiedene Themenwelten in den Westen, der Norden, alt. Und dann holt die Generation auf mit den coolen Teilen aus den 60er, 70ern. Genau, es sind ja 9 Traumrouten, die wir haben im Museum, von den 30ern bis in die Zukunft. Die Zukunft ist ja die letzte. Da wechseln auch demnächst wieder das Programm. Also es ist immer Bewegung da. Ja, es ist immer Bewegung da. Da stehen auch noch, da gibt es auch noch ein paar Exponate, die laufend ausgetauscht werden, auf Reserve in Anführungszeichen, damit das eben auch nicht langweilig wird, dass man immer wieder hier schön vorbeifahren kann und jedes Mal was Neues erlebt im Museum. Übrigens auch eine gute Gastronomie, also super lecker. Die ist sehr zu empfehlen. Ja. Auf jeden Fall. Und eins noch, ich bin ja ein Lober vor dem Herrn und alles ist bei mir immer wunderschön, aber das war echt genial. Es war irre heiß an diesem Wochenende, werde es nicht vergessen, ist trotzdem sehr, sehr viele Zuschauer, vielen Dank nochmal. Und diese Organisation, wenn ihr was macht dort, dann ist es 100%. Da gibt es keinen unfreundlichen Parkplatz-Fuzzi, Entschuldigung, ich möchte keine Berufssparte beleidigen. Da ist ein Team dahinter, das auch geformt ist, da muss man sagen, das ist an die Leitung der Hümer Stiftung. Da ist natürlich auch das ist eine Image-Sache. Das gebührt ja alles der Erinnerung an den Erwin. Ich hatte mal die Ehre, ihn kennenzulernen, deswegen Respekt. Bei uns ist ja so, ich meine, Freundlichkeit, Services stehen an erster Stelle und das ist einfach das, was uns auszeichnet und was einfach auch der Besucher nachher mitnimmt und auch zum Wiederholungstäter macht. Ja, richtig. Wir haben ja auch sehr viele, die einfach schon wieder kommen und auch gekommen sind. Und hier habe ich auch am Stand heute schon welche gehabt, die haben gesagt, wir kommen wieder. Immer. Also somit, der Erfolg ist da und es zeigt einfach, es kommt an. Und wir reden da ja von einer Investition. Das ist ja nichts, das hinterlässt mehr für die Nachwelt. Das machst du ja nicht aus Gründen, das muss ich natürlich am Ende rechnen, aber Vermögen verdienen geht da nicht. Das ist eine ständige. Es muss immer geguckt werden, natürlich. Ja. Aber wenn die Besucher zufrieden sind, das ist ja für uns schon das ganz große Zeichen einfach auch und die Zufriedenheit. Ja. Die es für uns dann auch ausmacht, wenn wir sagen. Ich bin ja so frech und sage immer du, aber Respekt ist immer schön, wenn man jemand dabei hat, der auch die Stimme dafür gerade macht, für sein Museum, für seinen Arbeitsplatz. Und nicht einer, der hinter der Kamera duckmäuse und sagt, nee, ich will doch gar nicht hin und nichts sagen. Aber hier ist es ja sehr diskret, wie du siehst. Und jetzt verabschieden wir uns schön langsam mit natürlich dem Rundumschwenk um dieses geniale Zugfahrzeug. Ich versuche auch immer möglichst wenig Menschen zu filmen. Und der kommt halt so richtig gut auf den Teppich. Ich liebe das. Das ist auch heute schon ein beliebtes Fotomotiv. Ja. Also die Leute stehen hier irgendwie mit dem Handy zücken und jeder nur süß, putzig. Also wir können es nur so sagen, wie es ist. Es ist einfach sehr genau. Schön. Da kann man gar nicht übertreiben, weil es die Wahrheit ist. Ja, es so ist die Wahrheit und das ist einfach, wie gesagt, 58er Baujahr. Viele Fahrzeuge sind absolut fahrbereit, aber man fährt sie natürlich nicht. Viele haben auch ihre Schätze bei euch eingestellt. Es gibt auch immer wieder Modelle, die dann Gassi geführt werden von ihren Besitzern. Ja, wir haben ja zum Beispiel dieses große Mikafa-Reisemobil, was bei uns in der Ausstellung steht. Genau. Mit der Dachterrasse von 1959. Ja. Wird heute immer noch gefahren. Ja. War jetzt auch im August wieder auf einer Oldtimer-Show gewesen. Ja. Sogar prämiert. Kann man bei uns anschauen. Ja. Und es gibt einige Schätze noch, die gefahren werden können. Das Gogo-Mobil könnte auch noch fahren, Motor ist drinnen, aber das ist nicht mehr bewegt worden seitdem. Ja, das macht man dann noch nicht, man muss ja die ganzen Flüssigkeiten ablassen und so weiter. Genau, aber wir haben noch zwei Fahrzeuge, die auf jeden Fall fahren und wie gesagt, vorbeischauen, vorbeikommen, reinschauen. Adresse unten, alle Infos wie immer über den Kommentaren in der Videobeschreibung, da findet ihr das. Klickt mal drauf und lasst euch auch auf der Homepage ein bisschen verzaubern. Schaut euch die Aktionen an. Und in diesem Sinne, ich muss hier, wir haben 10 Minuten im Hörmuseum, man muss ja fast eine Rechnung schicken. Nein, Quatsch, ich sage das extra immer, das kostet nichts. Mir geht es um die Zuschauer, um die Information und über das, dass man hier gut miteinander zusammenarbeitet über Jahre. Und das ist einfach schön, wenn man willkommen ist. Danke. Lieber Carsten, mehr sage ich nicht. Ja, Servus, danke. Ich wünsche euch was, sorry für die Standbilder, aber ich hoffe, ihr habt auch den Ton gut wahrgenommen. Es ist nämlich unglaublich laut im Atrium des Eingangs Ost. Bis bald, geht bald weiter. Servus, der Camper Tobi. Hast du noch was irgendwie und so? Schönen Gruß nach Hause noch, Bad Waldsee. Ja, genau, so sagen wir es. Schönen Gruß und viel Spaß auf der Messe für alle. Ade. Tschüss. Und die Wiener Würste heißen bei euch Seidewürste. So ist es. Mit dieser Meldung gehen wir zurück in die Sendezentrale, nach nirgendwo. Ciao. Den hatte ich schon, den Gag.